Michi und Martin in Dota 2 Flucht aus der Lieferhölle. Oh ja, es stimmt. Wir sind durch technische Fehler und was noch? Nee, ich hatte Probleme mit der Grafikkarte. Dadurch ist immer das Spiel abgestürzt und nach 2-3 Minuten. Ja. Das hast du eben gesehen. Wir hatten eben schon einen Anlauf. Ganz kurz, ich sage mal, dass ich in die Mitte gehe. Wir hatten eben schon einen Anlauf versucht, ein Let's Play zu starten und das ist auch nach 3 Minuten abgestürzt. Hoffentlich passiert das jetzt nicht wieder. Ich habe jetzt mal in den Grafikoptionen noch was umgestellt, auf Vollbild gestellt und so einen Quatsch. Und wir sind in der Lieferhölle. Es ist nämlich so, wenn du Spiele verlässt, also nicht zu Ende spielst und sich dann Leute darüber beschweren oder auch das einfach zu oft machst, kommst du in so einen neuen Matchmaking-Pool, wo halt nur Leute drin sind, die das auch ständig machen. Das hat das normale Leute, die halt Spiele eigentlich zu Ende spielen, nicht mit denen ständig zusammenspielen müssen. Mhm. Und dafür bist du halt so, je nachdem, wie oft das vorkommt, bist du dann da zwischen 12 Stunden und lebenslänglich wahrscheinlich irgendwann. Muss man vorher übrigens vor das Dota-Gericht, da haut dann der Dota-Richter auf den Klotz drauf und dann... Ja. Wer sind wir jetzt? Nyx Assassin. Genau. Irgendeine Spinne, Käfer, irgendwas. Du hast ja vor dem Let's Play gefragt, welchen Helden spielst du? Dann habe ich gesagt, Nyx, Ricky oder Tide und da hast du wissend genickt. Die Frage war so sinnlos, oder? Von ich frage mich auch, warum habe ich überhaupt gefragt, als ob mir das irgendeinen Anhaltspunkt geben würde. Ich hielt durch Reden, kaufe ich wieder Quatsch. Ich kaufe mal kurz mir ein paar Sachen und dann können wir mal diskutieren, was hier los ist. Okay, ich gehe mit Nyx Assassin in die Mitte. Was ist das für ein Held? Das ist ein Carry. Das ist ein Assassin. Und tatsächlich gibt es so ein bisschen diesen Begriff schon. Assassin und damit auch Ganker ein bisschen, ist einer, der Helden schnell ausschaltet. Also ich werde dann jetzt möglichst schnell Level 6 werden und dann über die Map rennen und versuchen, Leute wegzumachen. Feindliche Helden. Klingt gut. Ich kann mal kurz erklären, was er für Skills hat. Er hat Impale. Das kann ich entweder direkt auf den Gegner casten oder halt einfach auf den Boden, dann geht es in die Richtung. Das ist so eine Linie von Stacheln, die aus dem Boden kommen und alle, die dann auf dieser Linie sind, werden gestunt und bekommen Schaden. Und die Betäubung hält er zwischen 1,27 und 2,77 Sekunden. Dann habe ich einen Mana Burn. Das ist einfach ein Multiplikator der gegnerischen Intelligenz. Also ich habe jetzt solche hier 22 Int, 18 plus 4. Und ich verbrenne 5-mal so viel Mana, wie der Held Intelligenz hat, der gegnerisch, also den ich treffe. Wenn der 20 hat, verbrenne ich 100 Mana. Wenn der 50 Int hat, verbrenne ich 250 Mana. Was passiert mit dem verbrannten Mana? Das ist halt weg und es richtet gleichzeitig Schaden an, in der gleichen Höhe. Dann, den Rest kann ich gleich mal noch erklären. Was ist hier noch? Spike Carapace. Das hält für 2,25 Sekunden. Dann erscheinen so Stacheln um mich rum. Und der nächste Schaden von feindlichen Helden wird negiert, also den bekomme ich gar nicht erst. Und nicht nur das, sondern der Held, der diesen Schaden halt verursacht hat, wird auch noch gestunt zwischen 0,6 und 2,4 Sekunden. Das heißt, das kann man nachher mal zeigen, wie das funktioniert. Dass wenn du siehst, dass irgendjemand einen fiesen Angriff auflädt, dann musst du das prophylaktisch dagegen hauen. Okay. Ja genau, und das auch natürlich nicht zu früh machen, es hält nur 2,25 Sekunden. Also wenn ich das jetzt aktiviere und in den nächsten 2,25 Sekunden kriege ich keinen Schaden, dann hilft das auch nichts. Und gute Gegner kennen natürlich den Spell natürlich und werden auch das dann halt nicht anwenden, also mir keinen Schaden reindrücken, wenn die sie sehen, dass ich das aktiviert habe. Aber das erkennt man auch ganz gut. Das wird man gleich mal sehen. Ich werde es gleich mal machen. Es kostet nur 40 Mana. Wie viel Cooldown hat das? Ja, ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, auf der niedrigsten Stufe hat es dann 14 Sekunden. Ja, zwischen 23 und 14 Sekunden. Also man kann das nicht immer spammen. Nee. Muss schon ein bisschen. Jetzt würde ich gleich mal auf mich schießen. Ja, das kann ich vielleicht nächstes Mal, wenn die auf mich schießt, geht das auch. Denied. So very denied. So, jetzt muss nochmal ein Mana burn. Hier sieht man, hat auch 150 Mana verloren. Ja. Und auch 150 Lebenspunkte damit. Ist sie denn ein besonders... Ups, völliger Quatsch, ich brauche eine Bottle. Ja, was ist? Ist sie denn ein Int-lastiger Held? Ja, sie ist ein Int-Held als primäres Attribut. Das ist ja für sie dann gar nicht so gut, wenn ihr dann Zaun brennt. Oh, da habe ich auch nicht schnell genug reagiert, als dieser Ball auf dem Weg zu mir... Ne, jetzt habe ich zu spät gemacht. Ah doch, hast du gesehen? Die Stacheln kamen raus und als ihr Schaden, ihr Angriff dann bei mir gelandet ist, hat sie dann den Schaden bekommen. Schaden bekommt sie gar nicht, sie bekommt nur wird nur betäubt für eine kurze Zeit. So, sie ist gerade in der Mitte weg wahrscheinlich, weil sie sich die Rune krallen möchte. Aber ich werde mir auch eine Bottle holen. Das ist eigentlich mit Gankern immer ganz praktisch.
too bad. Sie denied. So, ich werde jetzt einfach ein bisschen farmen hier in der Mitte. Es geht halt bis Level 6. Dann mache ich mich auf den Weg langsam. Ach, zu spät. Ich konnte nochmal nachzählen, das sind noch 2 Levels, bis sich Martin auf den Weg macht. Ja, hoffentlich klappt das dann gut. Es hat ein Zuschauer kommentiert, dass immer wenn ich hier dabei bin, dass es eine große Blödelei ist und wenn du dabei bist, das konzentrierte Spiel mit sehr lehrreich. Ich habe aber versucht, das auch jetzt lehrreich zu machen, weil die Skills gerade nochmal erklärt. Und möchte auch gerne. Ups. Aber man merkt das ja, was allgemein beim Let's Play so ein bisschen das Problem ist und bei Dota auch nicht anders. Das gleichzeitige Reden macht es noch schwieriger und gerade wenn man zu zweit miteinander redet, ist es nochmal schwieriger, als wenn man alleine Let's Playen würde. Das ist praktisch also die höchste Kunst, Let's Play-Kunst, die wir auf GameCube bieten, aber ist ja nichts Neues. Hochkultur, meine Damen und Herren. Das wissen wir alle. Ziff. Ah, ich habe ja schon längst das. Kriegen wir noch einen. Hier mit. Oh, der Kurier soll das mal einsammeln. Der ist überhaupt nicht in der Base gerade. So, jetzt aber. Ne, der Nightstalker will ihn auch. Streiten wir uns ein bisschen. Das ist natürlich idiotisch. Eigentlich sollte ich den Kurier schon zuerst kriegen. Mit hat eigentlich der Vorrang. Gucken, ob ich das nochmal durchsetzen kann. Ne? Ja, jetzt. Jetzt leider. Ich brauche die Bot, damit sammle ich die Runen ein, das haben wir ja schon mal erklärt, das haben wir auch schon mal gesehen. Ja. Kann ich jetzt gerade nicht nutzen, weil die Rune hat sich jetzt die Queen of Pain gekrallt, die obere. Die Nuss. Na, da ist sie auch dahin schnell. Ups. Oh, was ist da denn los? Oh, die ja, hat sie hat eine Spiegelbilder gemacht. Genau. So, ich werde mal auf den Weg nach oben machen, vielleicht kann ich sie dann aber auf dem Rückweg abfangen, die echte. Pünktlich wie die Eieruhr. Das ist jetzt hier die echte, hat 500 Lebenspunkte. Ja, sie sieht's nicht kommen. Bam. Ah, da kommt sie weg. Hat er kein nicht genug Mana, um den Ulti hinterher zu machen. Sonst hätte sich das lohnen können. Dann hätte ich sie wahrscheinlich gekriegt, aber naja. Passt auch erstmal. So, ich zieh mal die Küste ist eben hier in den Turm, damit die schneller sterben. Auch vom Turm beschossen werden und dann kann ich halt die nächste Ruhe, die nächste Rune in Ruhe einsammeln so rum. Die spawnt ja bei Minute 6. Alle 2 Minuten spawnt so eine Rune immer. Könnte mich jetzt schon mal platzieren, um die halt auf jeden Fall zu kriegen. 45 mache ich mal. Ich gehe schon mal in die Richtung, dass ich die Rune, die bei Minute 6 spawnt, hoffentlich kriege. Sie kann ja oben oder unten spawnen. Der platziert sich da schon. Also wenn ich jetzt oben nicht bekomme... Ey! Tada! Haste. Wer ist da oben? So, kurz. Was, da gab es Zuschauerzuschriften, dass das ja wohl Haste heißt. Ja, das hat sie nicht kommen sehen. So. Jetzt habe ich den Ulti gar nicht erklärt. Jetzt kann ich gleich mal. Ich gehe mal jetzt eben zurück in die Basis. Warum? Und dann erkläre ich mal den Ulti. Weil ich da einfach in Ruhe meine Bottle auffüllen kann und gerade mit Haste auch ziemlich schnell da bin. Okay. Der Ulti ist folgendes: Ich mache mich unsichtbar und zwar zwischen 20 und 50 Sekunden. Oh. Kriege ich mehr Bewegungstempo dabei, zwischen 16 und 20%. Und vor allem, wenn ich dann aus der Unsichtbarkeit angreife, kriege ich Bonusschaden auf den ersten Angriff. Und zwar zwischen 250 und 550 Schadenspunkte. Der klassische Backstab quasi. Ja. Und wenn ich halt 250 Schadenspunkte schon mit dem ersten Angriff mache, plus meine normalen, mache ich halt schon 300 Lebenspunkte weg, was oft schon jetzt auf dem Level manchmal die Hälfte der Lebenspunkte ist, die sie überhaupt haben. Und dann halt noch ein Stun hinterher und Mana Burn und so. Und dann geht es eigentlich darum, dass man die damit schon komplett ausschaltet. Mit diesem Überraschungsangriff. Kann ich gleich mal gucken. In 10 Sekunden ist er auch wieder ready, ob ich halt irgendwo anders jetzt den einsetze. Ich warte mal noch kurz, ob sich halt irgendwo ein Held präsentiert, praktisch, den ich dann damit erwischen kann. In der Mitte ist die Queen of Pain. 682 Lebenspunkte ist nicht schlecht. Sie kommt aber ganz gut weg halt. Wenn ich sie halt nicht sofort komplett töte, blinkt dann sie ja einfach. Sie fliehen, ja. So, nach oben porten ist gerade ein bisschen schlecht gewesen, weil die zu nah am Tower waren. Aber was mache ich mal jetzt? Hoffentlich vertreiben sie jetzt nicht schon komplett.
Oh, ich habe jetzt mal Ulti angemacht, bin unsichtbar, bisschen schneller. Ich hoffe, sie haben die Windrunner hier nicht komplett vertrieben. Your middle tower is under attack. Oh. Ja, es hält ja da jetzt noch nicht so lang. Da ist er. Ja, sie war auf Haste. Ja, das hat nicht geklappt, weil sie hat leider vorher schon so weit vertrieben haben. Wäre es dann doch besser, nach unten zu gehen. So, und gucken, ob ich jetzt bei Minute 8 eine Rune bekomme. Queen of Pain. Ja, habe ich das angemacht. Ich dachte, sie greift mich an. Oh, sie geht da oben hin. Da müssen wir aufpassen. Jetzt geht die Queen of Pain nämlich dahinterher und wird die jetzt absammeln. Heilloses Durcheinander. So, damit sie jetzt eben nicht absammelt. Dann hier noch Mana Burn. Habe ich nicht. Ich habe keinen Mana im Moment. Ha. Ups. Das war ganz schön idiotisch von der Queen of Pain, also dass sie da gestorben ist. Hat sie auch blöd geblinkt. Ja, aber danke. Nett für uns. Das kennt man so im Straßenverkehr, blöd blinken. Oh, den Tower kriegen wir auch bald. Läuft. Ich muss mal gucken, welche Schuhe ich jetzt als nächstes baue. Also das, man fängt, kann ganz gut anfangen mit ihm, mit einer Bottle. Weil man halt mit den Runen dann ja viel ganken kann. Das, man hat ja vorhin gesehen, dass Haste tatsächlich ziemlich geholfen. Wenn ich jetzt nochmal eine andere Rune, Haste ist schon ziemlich gut zum ganken. Deswegen ist das erste Item mit, was man eben baut, finde ich mal sehr gut. Und danach baut man halt die Schuhe fertig. Es werden hier die Arcane Boots empfohlen, was recht gut ist. Damit kann ich Mana wiederherstellen bei mir. Das und er braucht, du, halt, ja. braucht es für alles Mögliche, stimmt. Und das kann man schon echt gut benutzen. Ich mag an ihm sonst auch die Power Treads. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viele Runen man bekommt. Ob man nun eher Power Treads oder eher. Ups. Oder eher die Mana Boots baut. Okay, das geht da unten. Ich, jetzt nach unten porten bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich nicht genug Mana habe, um dann wirklich was zu machen. Mhm. Ich werde mal jetzt versuchen, bei Minute 10 die Rune abzugreifen. Und wenn ich eine gute Rune bekomme, kann ich mal gleich wieder auf die Jagd machen. Sonst gehe ich erstmal zurück in die Basis und werde die Bottle auffüllen und mich danach dann auf den Weg machen. Aber ist das so Usus, dass man die Klasse oder den Helden sehr so auf Runen spielt? Oder generell Assassins sehr mit Runen spielt? Ja, Ganker spielt man, sag ich mal, auf Runen. Also Leute, die halt einfach unterwegs sind, die sind halt, da bringt eine Rune total viel. Wenn ich jetzt eh nur in meiner Lane sitze und farme, ob ich nur gerade Haste habe oder nicht, ist ja egal, wenn ich nur da stehe am Turm und ganze Zeit Last Hits mache. Aber wenn ich natürlich jetzt hier im Wald unterwegs bin. Ich finde das großartig, wenn du im Erklärfluss bist, dann könnte man meinen, dass du früher bei Scatman John mitgemacht hast. Echt? Ist das so? Merkst das manchmal gar nicht. Du redest so unglaublich schnell. Aber man merkt auch, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann gerade am Reden bin und mittendrin in meinem Redefluss habe ich irgendwie, merke ich eine schwierige Situation, wo ich dann doch mal drüber nachdenken muss. Dann stockt das immer so ein bisschen. So. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon ihr Modem aus dem Fenster geschmissen haben, weil sie dachten, das liegt am Video. Tschüss, Windrunner. Genau. Und das ist eigentlich, was man jetzt die nächsten locker 10 bis 5 Minuten so betreibt. Einfach nur mit dem halt unterwegs sein und die Leute abgreifen. So, ich gucke halt immer, wo ergibt sich eine Situation. Also, so muss man ihn auch spielen. Es wäre jetzt halt völlig falsch, wenn ich ganz in der Mitte sitzen würde und farmen würde. Sobald man Level 6 hat und diesen Ulti, kann man sich ja wie eben, ups, an die Leute ranschleichen. Mhm. Und das sollte man auch machen. Das baut ein Defense-Scheiß. Oder kein Mana, um was zu machen. Oh, guck mal jetzt, wo die sich hinblinkt. Ich darf schon warte. Ah, Wumms. Sehr schön. Du bist in einem Blutrausch. Ja. Aber es hat mit dem Spiel nichts zu tun. So, ich guck mal, ich baue dann doch die Mana-Boots, weil man merkt das halt. Ich habe eben schon wieder viel zu wenig. Ich immer hätte sie gern, ist Sprit aus, ne? Ja, genau. So, also wie gesagt, den auf jeden Fall sehr aggressiv spielen, ständig unterwegs sein, immer wenn der Cooldown weg ist vom Ulti, eigentlich sich einen gegnerischen Helden suchen, um den abzugreifen. Sonst verschenkt man wirklich Potenzial von dem Helden und das wäre schade. So, mal zwei Dings einstecken. So, hier unten kann ich jetzt nicht hinporten, man muss auch mal schauen, wo man sich hinportet, ob man halt dabei gesehen wird. Wenn ich jetzt natürlich einfach hier hinporte und dann unsichtbar werde, sehen die ja sofort, was ich vorhabe. Also ich muss natürlich immer versuchen, wie eben oben mit der Windrunner, dass ich mich von der Seite mich oben hinporte, während halt gerade keine Sicht auf den Tower ist und mich dann von hinten so anschleiche oder halt unsichtbar einfach rangehe. Kannst du denn beim Porten, du kannst nur den eigenen Turm als Ziel angeben, mit oder? Mit den Teleport-Scrolls schon. Es gibt ein paar Schuhe, mit denen man auch zu freundlichen Einheiten porten kann. Okay.
Aber dann ist der Punkt, an dem du auf der Karte aufkreuzt, immer der gleiche. Wenn du dich in den Turm hinportest mit der Scroll. Genau, zu dem Turm, zu dem ich mich porte. Ich kann dann, wenn man sieht, die Gebäude, kann ich mich. Ups. Man kann aber nicht telefraggen, oder? Wenn jetzt ja zeitgleich zwei Leute hinporten. Ja, bring die erstmal alle um. Ja. Wir hätten auch eher uns konzentrieren sollen. Da wollten wir beide haben. Das war nicht so. So. Oh, da kommt Verstärkung. So, jetzt habe ich mal Mana allerdings benutzt. Kurz die Bots auftanken. So, das Mana mal verbrannt. Ups, wer ist da oben? Der Sven. Ja, so richtig können sie jetzt nicht nach vorne trauen. Aber einen Kill können wir jetzt erst auch nicht machen. Mein Ulti dauert auch noch 20 Sekunden, bis der wieder ready ist. Da ziehe ich mich einfach mal erstmal zurück, versuche vielleicht gleich wieder eine Rune zu bekommen. Und werde mich dann wieder mir ein Ziel suchen. In 15 Sekunden wissen wir mehr. Ja, ist relativ ausgeglichen bisher von den Kills. Wie sieht es von Türmen aus? Wir haben einen Turm geknackt, keinen verloren bisher. Obwohl der schon ziemlich low ist. Kann ich ehrlich gesagt schlecht einschätzen. Wir haben von den Helden her, haben wir auch mit Spectre einen sehr guten Carry. Unten ist die Rune nicht, sie ist oben. Aber sie haben mehr Carries. Sie haben richtig zwei Hard Carries mit. Die habe ich immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer Nei gesagt, dann wurde mir schon mal angekreidet. Der wird wohl mit dem X richtig ausgesprochen. Der wird N-A-I-X gesprochen, geschrieben. Ups. Mehr du Sau. Hat die mir tatsächlich. Die Rune gemobst. Ja. Wie wird dann ausgesprochen? Nei oder was? Nei-X und Nei? Ich weiß es nicht genau. Bin auch jetzt noch nicht ganz sicher. Nei-X. Ja. Keine Ahnung. Ganz komisch. Auf jeden Fall ist das ein guter Carry. Dann haben sie Hermann noch heißt er ab jetzt. Haben sie noch Sven? Ups. Oh, schön zwei ausgeschaltet. Das sollte reichen, um wegzukommen. Ja. Können wir mal sein Mana verbrennen ein bisschen. Your bottom tower has fallen. Oh. Den unteren Turm verloren. Also ich würde sagen, sie haben im Late Game ein bisschen bessere Karten als wir. Ein bisschen stärker hält. Oh, da unten geht's ja richtig rund. Wenn ich jetzt hinporte, 160 Mana dafür, ich laufe da mal hin und gucke, was sich dann da ergibt. Wie viel Mana kostet Porten? 75. Boah, das ist teuer. Geht einigermaßen. So, ich bin mal mit Ulti angeschmissen. Aber das werden die schon geahnt haben. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier leichtsinnig sind. Aber man kann es ja mal probieren. Ich werde jetzt mal den Wald durchsuchen nach den anderen. Ah, das ist der Sven. Wieso heißt der Sven? Das war ganz schön gearscht, wenn man im Spiel, wo Leute rumlaufen, die Queen of Pain und sowas heißen, dann heißt man Sven. Sven ist aber ziemlich stark. Haben ihn gekillt und ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich eben gerade nicht gesehen, ich weiß auch nicht, ob die Zuschauer gesehen haben. Ich habe mein Spike Carapace benutzt gegen die Venge, weil die hat mich gestunt, hat einen Zauberspruch auf mich gewirkt und dann habe ich rechtzeitig Spike Carapace angemacht und konnte den Schaden vermeiden und habe sie zu sich gestunt damit. Mhm. Ich habe praktisch alles richtig gemacht. Darauf wollte ich hinaus. Ja. So, hat sie eine Rune bekommen bei 16? Ja, sie hat eine Invis-Rune. Unsichtbarkeitsrune, was natürlich auch mal sehr praktisch ist. Nimmt sie jetzt auch gerade, man sieht es schon. Wir haben es zum Glück, ist gut gewordet, wir haben dem Wort gesagt, wir haben genau gesehen, was sie vorhaben. Also sonst wäre die wahrscheinlich jetzt, sie wäre sie tot gewesen, weil die haben sie jetzt, schleichen sich jetzt an. Aber wir haben ja genau gesehen, sie sammelt die Rune auf, wird unsichtbar und ein zweiter geht noch hinterher und schleichen sich und stehen jetzt irgendwo halt hier. Mhm. Und warten darauf, dass sie den abgreifen können. Vielleicht kann man das ausnutzen, indem ich mich jetzt nach oben porte. Wie ist das, wenn du jetzt theoretisch die Invis-Rune gekriegt hättest, würdest du die dann mitnehmen? Ja, oder? Wenn ich sonst keine Bottle hat, würde ich die schon nehmen. Kannst du die denn, wenn du die mal aufgesammelt hast, mit der Bottle irgendwie einem Mitspieler zur Verfügung stellen? Ich kann ihm die Bottle ins Inventar stecken. Achso. Aber dann ist deine Bottle halt auch weg. Ja, der kann sie mir dann wiedergeben halt. Na, wer das macht. Nein! Gesilenced. Oh, jetzt. Nein! No! Da hat es uns genau zusammengeklebt. Das war ein bisschen ungünstig. Ich darf jetzt nicht zu früh dann. Ich Idiot! Wie habe ich das denn geschafft? Ups, muss ich mal kurz weg. Au. Meine Herren.
10 zu 9 für die. Ja, die verfolgt jetzt. Das wogt echt immer hin und her. Die schon wieder. Ja, sehr schön, komm. Ja, ja, ja. Komm, trau dich doch. Jetzt habe ich wieder mein Ulti, bin auch ein bisschen schneller als sie, aber die kriege ich nicht mehr. Echt? Ja, hier ist auch der Turm, da würden wir spätestens da sehen. Der Turm kann dich immer enttarnen. Genau, okay. Turm, achso, habe ich noch, haben wir es schon mal erklärt. Turm, das kann sein, ich habe schon wieder vergessen. Auch unsichtbare Einheiten auf. So, hast du. Ja, gleich. Set aside for now. Gleich ja benutzt, damit ich auch die Rune, mich regenerieren kann. So, gut, ein bisschen die Creeps aufhalten. Und werde erstmal gleich wieder in die Base gehen, so Mana regenerieren mal kurz. In die Base gehen und mich da dann die Bottle auffüllen. Und dann werde ich einen Dagon bauen, Level 1. So, Dagon ist ein Gegenstand, der gibt mir mehr Int plus Attribute und plus Schadenspunkte. Das Wichtige ist aber, das ist wie so ein Elektroschocker praktisch. Da kann man einfach die Leute anpieken und dann gibt es Schaden. Mhm. Das funktioniert auch ein bisschen auf Reichweite. Kann ich gleich mal demonstrieren, hoffentlich. Was baue ich der Reihenfolge nach? Ich kaufe mir gleich mal ihn hier. Und ihn hier. Und das für später. So. Ist noch nicht fertig, das muss ich ja mehr zusammenbauen. Und damit kann ich halt einfach Schadenspunkte austeilen. Und wie viel? 400. Burst-Schaden. Und das hat dann alles addiert sich halt nachher ganz gut zusammen, halt mit seinem Ulti, Burst-Schaden, Stun und so. Und nachher knipst man so hoffentlich die Leute aus. Oh, es geht da. Kann ich schnell in die Mitte gehen. Hab jetzt gleich Ulti aktiviert. Komm, komm, komm. Death travels faster than sound. Sagt die Queen of Pain. So, gucken. Ja, komm. Ta. Also lieber weggelaufen. So. Ja. Dominating. 12-10 steht es trotzdem. So, gucken, ist hier eine Rune gespawnt? Da unten. Invis-Rune. Soll ich auch allein deswegen nehmen, damit sie halt nicht jemand anders kriegt auch. Also vom gegnerischen Team. Und zum Scouten ist sie trotzdem ganz gut. Das ist eine furchtbare Lebenseinstellung, Martin. Was ist eine furchtbare Lebenseinstellung? Das nur nehmen, dass es die anderen nicht kriegen. Das kann ja, ich nicht gut heißen. Kennst mich doch. So, ups. Nein. Ja, wir haben die Spectre hatten. Sie hat nur ihren Ulti gemacht und hat dadurch die anderen gesehen. Ach so. So. Oh. Ja, ungünstig. Anscheinend haben die irgendwas gegen Indus da. Laser. Come on, baby. Was haben die denn gegen Invis? Also es war nur stationär, was sie gegen Invis hatten. Die haben irgendeinen Ward da gehabt und mich deshalb gesehen. Was machst du jetzt? Danach konnte ich entkommen. Basis zum Regenerieren, oder? Schauen wir mal. Ich habe den Ulti, der läuft noch eine Weile. Vielleicht kann ich jemanden, der jetzt unvorsichtig ist, hier irgendwo abgreifen. Ist natürlich riskant, weil ich wenig Lebenspunkte habe, aber... Ja, aber der Ulti läuft auch, aber man sieht ja auch mal an dem Rahmen, wie lange der noch hält, so ein Buff. Ich merke schon, man spielt den Nyx genauso wie eine Drückerkolonne. Also halt auch, wenn man lebensmäßig voll am Ende ist, schauen, ob man irgendwo was abgreifen kann. Immer noch den Job zu Ende bringen. Klingt so spannend. Aber den habe ich extra gewählt jetzt auch wieder für so ein gemeinsames Let's Play, weil mit ihm halt immer Action ist. Man steht halt jetzt nicht lang irgendwo und farmt die ganze Zeit die Top-Lane oder so. Ah. Sondern rennt halt schon und ganz durch die Gegend hat was. Ja, ich will ja auch unterhalten werden. Ja, das. Sonst kommt's halt nicht wieder. Gather. Gather schreibt man noch mit A. Ja. And push some line. Also, wir sollen uns mal treffen und dann zusammen eine Lane zu Ende machen. Blöd ist halt, dass die zwei Türme weg sind. Das kann jetzt nicht so schnell irgendwo hinporten. Ist sein Keyboard ist A kaputt? Weiß ich nicht, wieso. Weil da Line und. Ja, Line ist ja nicht ganz so verkehrt. Naja. Gucken, wo die... Ich gehe einfach schon mal los, bevor ich ewig in der Base warte, um zu supporten. Ich gehe einfach schon mal los. Wir sollten wirklich mal pushen, das können wir eigentlich ganz gut mit der... mit dem Defiler, oder der Defiler. Und hier haben wir schon die Radiance, was relativ fix ist. Das gefällt mir. Gucken, wo die jetzt hin unterwegs ist. Ich will damit nach oben gehen.
Wie viel brauche ich noch für Stargon? 1300 kostet das. 222 habe ich, da fehlt noch ein bisschen was. Die malen Karikaturen dahin. Ja, was wir halt machen sollen. Das ist auch schon ganz okay so. Aber die Spectre hat Ulti, die kann eh jetzt halt zu jedem Teamkampf dazukommen. Und ich roam hier einfach nochmal ein bisschen. Wird mal hoffentlich vielleicht die Queen of Pain absammeln, wenn die irgendwo was versucht. Roaming, sehr teuer übrigens. Sollte man nicht einfach so einschalten. Da sitzt der Lifestealer im Busch. Mal die anderen informieren, was ich da entdeckt habe. Herr Lehrer, der Lifestealer sitzt im Busch. Ja, es gibt danach ein Bienchen für... Es gab früher bei mir in der Grundschule tatsächlich Strafen, wenn man sich im Gebüsch versteckt. Wie seltsam ist das denn? Strafen, wenn man sich im Gebüsch so ja. Immer abgreifen. Weil man das ja dabei quasi kaputt latscht, wenn man durchs Gebüsch geht. Okay. Oh, mal schnell in die Mitte. Ich habe eigentlich extra einen abgefangen. Aber in der Mitte haben sie ganz schön aufs Maul gekriegt dafür. My house. Komm her, komm her. Nein, was ist Platz? Nein! No. Wie erbärmlich ist das denn? Ah, sauber. Hast du erwischt? Hat er sie erwischt, ja. Ja. Puh. So, der ist halt am Turm, deswegen kann ich mich, obwohl ich jetzt unsichtbar bin, nicht anschleichen. Die Reichweite ist ungefähr so bis hier vielleicht, die Sichtreichweite vom Turm. Der spricht in einer Sprache, die ich nicht verstehen kann. Das klang polnisch. Sag ich ja. Sven. So. Boah, voll gegankt. Während der creepen ist. Ups. Ja, nee. Das ist der gerechte Lohn. Au, au, au. Ah, no. Nein, meine Megakill-Serie. Ah. Ja, den krieg ich halt nicht so leicht kaputt. Das ist ein Stärkeheld, der entsprechend auch viel Lebenspunkte. Mhm. Hätte ich meinen Dagon fertig gehabt, wäre natürlich ärgerlich, ich habe überhaupt nicht aufgepasst, ob ich genug Geld eben hatte, um mir das Dagon zu kaufen. Aber hattest du gar nicht. Hatte ich nicht 1-3? Ich meine, verliert ja, wenn man stirbt, Geld. Ach so. Ich weiß nicht genau, wie viel auf dem Level. Ärgerlich. Schade, dass sie in der Mitte eben so verloren haben. Ich habe es nicht gesehen. Weil wir haben ja tatsächlich einen früher ausgeschaltet. Die Venge, die hier alleine war. Und in der Mitte hatten eigentlich eine ganz gute Position. Ich habe nicht gesehen, wie der Kampf dann wirklich lief. Was hat sie denn für Gegenstände? Sie hat halt keine Gegenstände. Sie bräuchte eigentlich ein Oils. Wäre richtig gut an ihr. Jetzt werfen wir aber mal so in den Raum ein paar Sachen. sie bräuchte halt ein Oils. Was ist mit ihm los? Oh mein Gott, als Support ist es halt so. Für die Venge läuft es eigentlich ziemlich gut. Sie hat ja relativ schnell Irradiance. Muss man gucken, dass sie jetzt dann nicht dass sie darauf aufbauen kann weiter. Ich werde schon mal den Ulti anschmeißen, mich da auf den Weg machen. Und wen haben wir noch im Team? Wir haben als letztes noch den Nightstalker. Die habe ich schon ewig nicht gesehen, dass es die überhaupt noch gibt. So, die wird jetzt Invis. Jetzt versuchen sie wahrscheinlich dazu ganken. Ich wollte halt einfach mal ausnutzen. Ja. Sweet. Sehr schön. Irgendwo rennt ja noch Invis die Queen of Pain rum. Haben ja gesehen, wie sie die Rune da benutzt hat und so, aber konnte ihr dann auch nicht mehr helfen. Sehr gut. Das können wir mal in der Mitte den Turm holen. Wenn wir halt hier, wenn einer von denen tot ist. Sven! Au! Oh. Ich muss ja mal kurz weg. Das war gerade die Caracas gemacht, oder? Caracas. Ja. Musikinstrument. Das ist das Lifestealer. So. So, gucken wir mal jetzt mit meinem Ulti noch ein bisschen was anrichten kann. Ich habe auch gleich diesen Light Boost. Oh, wir haben noch den Double Kill gemacht. Wer lebt noch? Jetzt Venge und Queen of Pain. Ich darf jetzt nicht so nah an den Turm, sonst würden die mich sofort sehen, dass ich hier warte. Das glaube ich, hier dürften sie mich nicht sehen.
Mal gucken, ob sie versuchen, den zu verteidigen. Noch nicht. Muss auch wieder auf den Turm achten, dass wenn ich zu nah rankomme. Deswegen gehe ich hier außen rum. Die erste. Queen of Pain. Ja. Snacken. Oder die. Boah! Silence. Ja, also ich ziehe mich jetzt aber mal zurück. Bin ich hier unten. Au. Stand da so ein bisschen ungünstig. Aber mein Dagon ist fertig. Das kann man gleich mal demonstrieren. Das macht halt 400 Burst Damage. Und das ist halt nochmal 400 Schaden einfach auf jemanden raushauen. Kann halt einen Unterschied bringen. Sehr schön, haben wir zwei Tower weggemacht. Dagon Bear Duck. Aus der gleichnamigen Comic. Ja, das ist richtig. Reihe. Nicht, dass man was durcheinander bringt. Ja. Übrigens, der Cooldown sinkt ja auch immer von dem Ulti. Die Dauer steigt und der Cooldown sinkt. Und nachher hat das eine Dauer von 50 Sekunden und einen Cooldown von 50 Sekunden. Also wenn man es genau timet, man kann ihn ja vorzeitig abbrechen, den Ulti, indem ich halt jemanden angreife. Mhm. Aber man kann ihn theoretisch dann nonstop machen. So, wenn okay. Es jetzt gerade überlappt. Aber es muss auch erstmal dann stattfinden. So, jetzt sammle ich hier mal kurz die Rune ein. Das ist Regeneration. Ja. Flup. Und dann versuche ich hier mal die... Das kann sein, dass hier... Ich bin jetzt halt wieder weggegangen. Wenn ich jetzt hier mein Ulti angeschmissen hätte und hier hätte ein Ward von denen gestanden, hätten sie sofort gesehen, dass ich ja den Ulti anschmeiße. Deswegen gehe ich extra weg von der normalen Runenposition, die halt hier ist, soll ich wieder hier, und mache den Ulti woanders an. So, und greife mir jetzt hoffentlich die Venge. Moin. Die hat bestimmt so keinen Bock mehr auf dich. Das ist aber so ein typisches Problem auch. Sie ist ein Support in diesem Fall, in diesem Spiel. Ja. Und kann sie halt wenig Gegenstände leisten, um Lebenspunkte aufzubauen. Und sie kann ich halt natürlich dann einfach so abgreifen. Sie hat nicht viel Lebenspunkte, dann komme ich einfach kurz vorbei. Krall mir die. Ich werde gleich mal nach oben porten. Weil da oben anscheinend Action geht. So, aber erst wenn mein Ulti ready ist, weil vorher bringt das eh nicht viel. Ich werde hier unten noch ein bisschen pushen und dann benutze ich die Regen-Rune, um mich voll aufzuladen und porte dann weg. So, mal gucken, was wir hier machen können. Den kriegt er doch. Ja. Structures are fortified. Dazzle! Dazzle heißt der Held. Sagt anscheinend gern seinen eigenen Namen. Oh, da kommt jemand. Ups, da kommt noch jemand. So. So. Regen-Rune. Oh, das ist der Arme. Rechtzeitig zum Ulti anschmeißen. Au, oh, gegen 4 ja. Kann ich dem nicht helfen. Also das wäre Selbstmord, wenn ich jetzt einfach hier... Wenn ich jetzt hier rausgekommen wäre, um ihm zu helfen, hätten wir wahrscheinlich trotzdem nicht mal einen Kill gekriegt und wir wären beide gestorben. Dann ich muss jetzt versuchen, einen alleine hier abzugreifen. Wie viel HP hat die? 1400? Nein. Wer ist da? Der Lifestealer. Da kommt die Quop wieder. Dann halt die. Die geht immer. Kann man den Stargon präsentieren? Nein, es hat nicht gereicht. Willst du mich verarschen? Komm her. Ja, geht das. Morgen. Au. Ja, jetzt hat sie sich selber noch gestunt. Das hat natürlich schön funktioniert. Dadurch, dass ich... Nein. Aber die Queen of Pain hat sich selber noch gestunt. Dadurch, dass sie halt in meinen Spike Carapace reingelaufen ist. Mhm. Aber, jetzt hat sie noch erwischt. Muss ein Level hoch. Ich sehe den ganz selten. Puh. Lass mich ja durchatmen. Ich sehe den ganz selten. Das ist eigentlich ein Nightstalk, den können wir irgendwann auch nochmal zeigen. Der funktioniert natürlich ganz anders, also die Helden sind ja sehr unterschiedlich. Und von der Spielweise funktioniert der sehr ähnlich wie der Nyx Assassin. Mhm. Eigentlich müsste der viel mehr rumlaufen und Leute abgreifen. Gucken, ich hab gar nicht geguckt, was der für Stats hat. Der hat 3, 5, 3. Er hat viel zu wenig. Er hat, hat 3 Kills selber gemacht und an 3 Assists 2 beteiligt, also an 3 Kills. Ich habe in der gleichen Zeit halt 8 Kills gemacht und an 10 Kills war ich noch zusätzlich beteiligt. Also an 18 Kills war ich insgesamt beteiligt und er an 6. Du kriegst auch den goldenen keine Hausaufgaben Aufkleber ja, dafür. Ich. Der nicht. Er verfehlt halt total seine Aufgabe in dem Spiel. Also er soll halt eigentlich irgendwie farmen und soll halt relativ ähnlich spielen wie der Nyx Assassin. Und das macht er irgendwie überhaupt nicht. Der farmt halt immer fröhlich vor sich hin, anstatt Leute mit abzusammeln. Für die Spectre läuft ziemlich gut und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen hoffen lässt, dass wir das Spiel noch drehen können. Weil die Spectre für die läuft ziemlich gut. Mhm. Und das ist so ein Held, der kann nachher als typischer Carry ein Spiel alleine gewinnen. Okay. So, was mache ich jetzt? Man kann dieses Dagon upgraden. Dazu muss man immer, ganz kurz gucken, muss man ein Rezept kaufen, das kostet jetzt 1300.
Und dann erhöht sich der Schaden, dieser Burst Damage erhöht sich dann. Das macht man aber nicht. Weil es vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt sich das überhaupt nicht. Also du bezahlst ziemlich viel Geld für eine ganz nette Erhöhung, aber es lohnt sich vom Geld überhaupt nicht. Das heißt, wenn du total am Dominieren bist und das Geld eh links und rechts... Auch dann würde man sich trotzdem was anderes kaufen halt. Eine Atombombe oder so. Nicht so nett? Es ist ja... Ich verziehe mich hier mal, weil hier kommen wir auf keinen coolen Zweikart mehr. Nicht mit meinem Mana, jetzt kann ich hier von der Base nochmal neu und wieder hinlaufen. Ich bin auch so verlangsamt. Wo war ich gerade dabei? Was, du fandst irgendwas nett, was die Dings so gesagt man hat. Kann, ach so, genau. Also erstmal, wir waren beim Dagon vorher, das lohnt sich halt nicht, das ein Upgrade zu machen, weil es halt so teuer ist. Guck jetzt, dass ich hier. Ups. Au. No. Alter, stirbt der mal. Danke sehr. Genau, also man baut keinen Dagon komplett fertig, weil es sich halt eigentlich nicht lohnt. Es ist viel zu teuer dafür, braucht man sich halt einfach andere Gegenstände lieber. Mhm. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Aber wolltest du nicht noch irgendwas sagen, was die... Ich wollte es wie der Ginger sagen, das finde ich ganz nett. Die ist halt eine Rothaarige. Ja. Und wenn man sie killt, wenn man sie halt umbringt, dann ist ein Spruch von ihnen, sie macht, why do you hate Gingers so much? Wurde das bei South Park? Gingers don't have souls oder ja. Was? Für die läuft es auch nicht so. Aber die hat einen Gem. Ah, ist aber gut zu wissen. Vielleicht hat sie ihn auch erst neu. Gem. Die hat die vorher aufgedeckt. Gem of True Sight. Da steht auch, passiv ist das. True Sight gewährt die Fähigkeit, unsichtbare Einheiten auch und Wards zu sehen. Und zwar in der eigenen Reichweite, der Sichtreichweite. Wird man tot fallen gelassen, aber wenn man halt stirbt, liegt er an dem Ort, wo man hingefallen ist. Und können dann sowohl Gegner als auch Feinde aufheben. Gegner als auch Feinde? Ja, jeder kann das dann aufheben danach. Also oh, Gegner als auch Freunde. Ja. Ja. You do the killing. I do the talking. Alright. Ist eigentlich perfekt. Gar nichts mehr machen müssen, nur noch hier so rumklicken. So. Rumklicken. Das ist ja quasi wie Computerspielen. Das wäre geil. Das wäre der Traum. Einfach die Fresse halten mal Computerspielen. Das wäre so geil. Dieses blöde Rumgelaber. Oh, die machen den Dings. Den Wurstschein, ja. Und den schaffen wir auch. Ich stelle mich mal einfach hier oben hin, um das mit zu bewachen. Falls hier, die kommen ja schon, das sind wir ja schon. Ich stelle mir schon mal Ulti, schmeiß ich schon mal an. Roshan has fallen. Ja, komm her, Mädchen. Du willst es doch auch. Au! Den ganzen AOE-Angriff gibt. Boah! Ups. Oh, wie groß ist denn der auf einmal? Das war der Ulti, oder? Nee, warum. Ah, ich dachte, links kassiert. Ich war ein bisschen überfordert. Der Stun, der uns alle getroffen hat, das war der Hammer vom Sven. Ja, der war gerade riesengroß und rot. Achso, das ist dein Ulti, mit der größer und stärker. Schade, dass sie ihren Ulti nicht früher gemacht hat, das hätten wir da gebrauchen können. Es sind drei von uns gestorben. Oh, das lief nicht gut. Hier liegt immer noch drei vorne. Ja. Schmeiß mal hier kurz die... Runen an, mit hatte ich einfach das alles so zerschossen wird in der Zeit, sinnlos. Die Glyphe, ich sag auch mal Rune, Rune ist falsch, Glyphe heißt das. Rune ist ja das, was hier erscheint. Zum Beispiel die doppelte Schad. Ist das immer kaputt? Schal, Schad. Doppelte Schad, doppelter Schaden soll das wohl heißen. Okay. Ist leider kaputt. Ja, die haben zwei richtig starke Helden inzwischen, den Lifestealer, ich sag den anderen Begriff nicht, ich sag's mal falsch, und den Sven. Du hast der andere Begriff, was? Ja, ich habe immer Nein gesagt, dass er falsch ist. Achso. So, komm her. Wo ist der hin? Das Sven. Der ist hier nach rechts rein. Oder? Okay. Wie ist der da unten gekommen? Ups, ups, schnell. Heil dich! You're safe. Na ja, jetzt aber. Ja. So, dann habe ich alles noch eingesetzt und auch mein Dagon, weiß nicht, ob man diesen kurzen roten Blitz gesehen hat eben überhaupt. Aber den habe ich eben mit eingesetzt. In der Super-Zeitlupe sieht man es. Ja, richtig.
So, ich werde mal hier unten mit auf den Turm drücken. Man sieht ja auch, wie die schon an... Der schon wieder. Hat er sich nochmal selber gestunt, sehr schön. Ja, das... Oh, was ist das? Das ist ja cool. Das ist Mana Ulti, ne, die Pfeile, der auch ziemlich cool ist schon. Ups. So, ein bisschen aufpassen hier. Nein, nicht rechtzeitig angeschmissen. Wow. Wow. Da hat sich nochmal selbst gestunt. Sehr schön. Mann, nein. Ja, krieg ich den hier. Ja. Okay, ist echt ein richtig knappes Spiel. Macht aber echt Spaß. Das ist richtig spannend. Ja, es geht ganz hin und her. Die Spectre hat gut gefarmt. Ja. Aber da hinterher rennen... Oh, moin. Das war jetzt gar kein geplanter... Nee, da habe ich halt gesehen, dass rechtzeitig sein Links angeschmissen. Ah, das war dumm von mir. So, wie sieht's hier aus? Hier konnte sie gerade nicht... Man hat die nicht ein Oils? Nein, hat sie nicht. Dass sie jetzt selber in die Luft heben können. Oh, das war knapp. Sehr schön. Der läuft hier irgendwo invers rum. Der Lifestealer. Au. Wie krass stark ist denn der? Beide sind krass stark. Aber es sieht aus, als würde die Spectre ganz knapp gewinnen. Puh. Jetzt holen sie sich hier den Turm. Die sind beide richtig stark halt. Der Sven, der noch 29 Sekunden tot ist, und der Leist, der jetzt noch 80 Sekunden tot ist, können vielleicht die Chance nutzen und eine Lane einreißen. Zumindest den vorderen Turm. Ups. Ja, komm. Silence, sehr gut. Wir sind wieder da. Wir sind wieder hier. Oh, nee. Doch nicht. Nee, geht noch ein bisschen. Aber es passiert mir manchmal wirklich, dass ich mal sehe, weil ich halt so... so versunken bin, da zu schauen, aber. Was da läuft, genau. Poker Sven, nett. Nach unten porten kann ich auch nicht. Witzig. Ich schmeiß vielleicht mal mein Ulti an. Der hält ja 50 Sekunden und hat Kuda 50 Sekunden. 50? Wenn ich jetzt 50, kann ich nicht mehr reden. Wenn ich jetzt auch keinen treffe in dieser Zeit, kann ich ihn danach trotzdem sofort wieder einsetzen, weil der Kuda dann schon wieder abgelaufen ist. Also kann ich ihn gefahrlos eigentlich jederzeit anschmeißen, wenn ich genug Mana habe. Ich habe übrigens gerade verstanden, wenn der Kuhdarm schon wieder abgelaufen ist. Ich kann vor Aufregung von nicht mehr reden. Es ist total knapp, also es ist viel knapper, als es hier auch aussieht, weil die ein bisschen stärkere Helden haben jetzt in dieser Phase des Spiels. Gucken, hat da unten jemand noch irgendwie einen Gem, auf den ich aufpassen muss? Hier immer noch ein Gem, kann mich nicht anschleichen. Da läuft die Venge rum, Vengeful Spirit. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die hier nochmal irgendwo auftauchen würde, netterweise. Und wie gesagt, ich muss auf die Windrunner aufpassen, weil die hat einen Gem. Da ist Sven Windrunner, okay. Mach mal ein Ulti wieder an. Wieder vorher Mana Boots eigentlich aktivieren sollen. Da ist der Sven. Den packst du alleine nicht. Nee, alleine pack ich ihn nicht. Nee, der ist zu stark. Ich scoute den jetzt gerade und versuche ein bisschen, dass da Verstärkung dazu kommt. Ah, Go sagt, ja, okay, das kann ich machen. Wenn die jetzt bereit ist, gehe ich darauf. Der ist natürlich idiotisch so. Die Spectre viel zu spät gekommen. Ja, doch gereicht. Der ist selber draufgegangen, oder? Nee, nicht mal. Doch, am Blick. Viel Pain! Monster Kill! Puh. Die Spectre kam trotzdem ein bisschen zu spät eben zum Kampf. Sie kann sich mit ihrem Ulti zu Gegnern hinbeamen, zu jedem beliebigen. Hat das aber verpennt. Nee, verpennt hat sie nicht, aber sie kam zu spät. Also hat sie es verpennt. Ja, sie hat den Einsatz verpennt. Also verpennt wäre es, wenn es völlig zu spät gewesen wäre. Hätte ich gedacht, jetzt aber gut, ja. Semantics. Ja. Drauf geschissen. Der Kampf lief auf jeden Fall jetzt und ich denke mal, jetzt muss der Turm weg und die Barracks. Das ist wirklich der rote Blitz gewesen vom Dagon. So, ich dachte, der von DC Comics. Ja, auch so. Aber jetzt kriegen wir die Lane, kriegen wir. Die Lane, kriegen wir. And mit. Was meint er damit? Dass wir uns auch gleich die Mitte noch danach holen. Das können wir auch schaffen, weil die beiden wichtigen Helden sind noch eine Weile tot.
Ping schon lieb gekoppt. Das ist der letzte Standard. Okay. Oh, das sieht gut aus. Ja, das sollten wir eigentlich schaffen. Also, dass wenigstens die Nahkampfbaracke kriegen. Also, wir können sie jetzt auch nicht sofort so nach vorne trauen. Da ist die Quap. Und das aber nochmal nebenbei kaputt, bringt ein bisschen Geld. So, sagen sie schon, Sven ist alive. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Dass wir nicht gleich einen Gegenpush kassieren. Also, wenn wir jetzt ungünstig sterben in ihrer Basis und sie uns im Gegenzug gleich. Alles einreißen. Mhm. Ob ich jemanden abgreifen kann. Die Wench hängt hier rum. Ich kann jetzt halt wieder nicht hier hingehen, weil hier ein Turm ist. Würden sie mich sofort sehen, genau wie die Türme. Also ich muss immer ein bisschen aufpassen mit so unsichtbaren Helden, wie man sich positioniert. Hat die Windrunner eigentlich immer noch ihren Gem, dass sie mich sehen würde? Muss ich ein bisschen Acht geben. Ja, hat sie immer noch. So, ich will die Wench mal allein erwischen, weil die kann ich halt wirklich komplett alleine ausschalten. Gut, aber jetzt läuft mein Ulti gleich aus, man sieht es ja in den Balken, versteckt sich. Ja, doch, hinterher wohl das Trauma. Und dann hat er mich wieder fertig gemacht und wieder und wieder und wieder. So, komm her. Die soll sich jetzt mal hierher kommen und versuchen hier zu verteidigen. Oh, da geht's ein bisschen steiler gerade. Los. Ah, dann halt die. So. Level up. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ja? Ja, das können sie jetzt nicht mehr aufhalten. Zwei von denen tot. Und die letzte Lane. Und die Mega-Creeps, die sind halt richtig stark. Noch stärker als sonst, wenn so eine Lane kaputt ist. Man sieht immer schon, unsere sind ja größer als normal. Ja. Und die viel größer als die feindlichen, da sieht man schon im Vergleich. Und Mega-Creeps sind nochmal eine Ecke stärker. Die kann man auch als Held oft gar nicht besiegen. Kämpfst halt gegen so einen Batz und eigentlich machst du die ja gerade später ganz einfach kaputt, aber es klappt dann überhaupt nicht mehr. So stark sind. Komm, jetzt hopp mal wenigstens noch jemand rein. Geht doch. Yeah! Ja, der Fluch des Michi ist gebrochen. Sagen, der Fluch ist gebrochen. Wir haben gewonnen! Cool! Ich habe wieder echt gemerkt, auch so mittendrin, wie sehr ich mich auf dieses Spiel konzentriere und ich glaube, manchmal völlig versinken kann. Da bin ich mal ganz froh, dass du dabei bist. Ja. Immer ein bisschen raushelfen kannst. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Das war richtig spannend. Kann man schon mal 5 Sterne geben, weil es war ein ausgeglichenes Spiel, was halt gar nicht so oft vorkam bisher, ne? Ja. Dass es wirklich, dass nicht entweder wir völlig auf die Fresse gekriegt haben oder die anderen. Insgesamt von den Kills 30, 42. Ja, gut, am Ende, die letzten Kills sind dann immer. Gehen ein bisschen raus, aber vorher stand es wahrscheinlich irgendwie so 30, 35 bis kurz vor Schluss. Es lagen auch die über weite Strecken immer ein paar Punkte vorne. Also ja, also echt ein cooles Spiel. Können noch mal ganz kurz schauen, einmal durchgehen, was wir gemacht haben. Also mit dem Nyx relativ schnell eine Bottle gekauft zum Roam, die Arcane Boots, um das Mana halt zu regenerieren und das Dagon, um diesen Burst Damage zu erhöhen. Ich habe es jetzt nicht geschafft, dann noch einen weiteren Gegenstand zu bauen. Leider, weil ich dann doch relativ häufig gestorben bin. Man sieht auch bei dem Nyx, was eine starke Phase ist im Early und im Midgame, weil er da durch die Gegend rennt und die Leute schnell ausschaltet. Mhm. Später im Endgame haben die Leute zu viel Lebenspunkt, als dass man sie halt so ausknipsen kann mit so einem Überraschungsangriff. Und zweitens sind es ja viel mehr diese Teamkämpfe. Das heißt, ich treffe kaum Leute alleine, sondern es geht immer diese 5 gegen 5 und dann verliert der Nyx so ein bisschen seine Rolle oder sein starkes, was ihn ausmacht. Deswegen darf man den Nyx auch nicht verpassen, diese starke Phase, die er hat im Midgame, wenn man da halt rumfarmt und dann ist man im Endgame auch nutzlos. Und das also muss man so aufpassen. Ein bisschen, dass es der Nightstalker falsch gemacht hat. Fand ich. Ich habe ihn nicht direkt beobachtet, aber man sieht es auch irgendwie, er war nicht so im Spiel drin. Also ich habe 27 Kills, war ich beteiligt, er an 13. Mhm. Die Spectre hat dagegen sehr gut gespielt, hat schnell Radiance gemacht, was an ihr richtig stark ist, hat insgesamt gut gefarmt. Bei den anderen habe ich auch nicht so viel gesehen. Der Desert hat ein paar schöne Support-Sachen gemacht, er hat supportet ohne Ende, hat das gekauft, hat Wards aufgestellt, deswegen ist er nur Level 17, hat wenig Gegenstände und so weiter, weil er halt super supportet hat und echt richtig gut gemacht. Mhm. Und bei den anderen waren halt die beiden richtig stark, Lifestealer und Sven. Die Vanish tut mir ein bisschen leid, weil sie war ähnliche Rolle wie der Dazzle bei uns, halt Support, kaum Gegenstände und dadurch war sie halt ein leichtes Opfer für mich. Ja, super Spiel. Hat Spaß gemacht, demnächst mehr Dota auf GameTube. Bis dann. Ciao.